Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute wieder in unserem Format Die Linke in Corona-Zeiten. Und wir haben uns ja auch immer wieder vorgenommen, über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland zu gucken. Diesmal schauen wir nach Österreich. Österreich hat ja in letzter Zeit nicht damit Schlagzeilen gemacht, dass es dort sehr gute Nachrichten für Linke gegeben hat. Aber es gibt eine große Ausnahme. Es gibt die Ausnahme links. Links in Wien. Eine neue Partei. Sie hat sich im Januar gegründet. Im Oktober hat sie es geschafft, in immerhin 15 der 23 Bezirksvertretungen einzuziehen. Die 5%-Hürde war noch nicht zu schaffen für den Gemeinderat Wien, aber gleichwohl ein gewisser kleiner Erfolg. Und vor dem Hintergrund habe ich mir die beiden Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten eingeladen. Das ist zum einen die Anna Swetsch. Anna Swetsch studiert Rechtswissenschaften an der Universität Wien und arbeitet als Rechtsberaterin im Bereich der Arbeitnehmervertretung. Sie ist über die Sozialistische Jugend Österreichs und über das Refugee-Protest-Camp, über die KPÖ Plus nunmehr zu links gekommen. Und ich habe Can Gürci bei mir. Can ist Kulturarbeiter und Aktivist in verschiedenen Menschenrechtsorganisationen. Und Can ist ebenfalls Spitzenkandidat von Links. Zunächst mal aber, ehe wir über Links zu sprechen kommen, wie sieht es denn eigentlich gerade aktuell aus in Österreich in Sachen Corona, Lockdown? Was haben die letzten Monate in Österreich eigentlich mit den Menschen gemacht? Wie ist die soziale Lage? Wie wird das in Österreich diskutiert? Ja, erstmal danke für die Einladung. Wir freuen uns total auf die Diskussion. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Genau. Erste Frage, schon mal sehr spannende Frage. Hat es auch heute noch mal quasi Änderungen gegeben? Eh sehr ähnlich wie in Deutschland. Also es dürfte auch bei uns mit hoher Wahrscheinlichkeit ein zweiter Lockdown bevorstehen. Es gehen die Zahlen ja auch quasi dramatisch in die Höhe. Das heißt, ja, also quasi zur medizinischen Komponente kann ich mich eh nur sehr schlecht äußern, aber du hast eh eine sehr spannende Komponente angesprochen und das ist quasi die politische Soziale. Und da hat man quasi gesehen, eben auch unter einer sehr rechts agierenden Bundesregierung, dass da einfach eine ziemlich katastrophale Entwicklung vonstatten gegangen ist. Also wir haben einfach wirklich massiv ansteigende Arbeitslosenzahlen. Auch mit jetzt nochmal bevorstehenden Lockdown gibt es tatsächlich einfach keine Lösungen und keine Konzepte. Wir haben gleichzeitig eine Situation, wo Unternehmen Corona-Hilfen beziehen. Wir haben ja auch in einer Aktion im Wahlkampf genau auf den Skandal aufmerksam gemacht, dass quasi Unternehmen Corona-Hilfen beziehen aus Steuergeldern, gleichzeitig sozusagen aber keine Art von Kündigungsstopp mit vereinbart wurde. Das heißt, es ist einfach sozusagen völlig zulässig und man sieht sozusagen dabei zu, wie diese Unternehmen ihre Leute vor die Tür stellen und tatsächlich einfach trotzdem weiter Gewinne einfahren. Also das ist auf jeden Fall mal ein Aspekt dran. Und dann sieht man natürlich auch, dass so in anderen Bereichen sozusagen überhaupt keine Lösungen erarbeitet worden sind. Also das fängt an bei keine Betreuungsoffensive. Das heißt, eigentlich keine Lösungen. Jetzt bleiben die Schulen erstmal offen, ich glaube eh wie in Deutschland, aber sozusagen es gibt keine Lösungen in Hinsicht kleinere Gruppengrößen oder so, sodass das langfristig gewährleistet sein kann. Es gibt keine Lösungen in Bezug auf Mieten. Es gibt auch keine Existenzsicherung, die ausreicht. Das heißt, ich glaube, die ökonomische Krise, die jetzt eh schon im Gange ist, die jetzt auch ja eh nicht nur Corona-bedingt war, aber halt massiv verschärft, da sind wir ganz weit entfernt von irgendwelchen linken Lösungen, sondern also man steuert echt in die Katastrophe. So ist die Situation. Und das heißt also, auch in Österreich hat sich die soziale Lage verschärft. Die Regierung versagt dabei, für die Menschen auch einen Ausgleich zu schaffen und gegenzusteuern, sondern wenn es Hilfen gibt, werden die nicht sozial konditioniert, sondern sie werden einfach so ausgegeben, ohne auf den sozialen Bereich zu achten. So verstehe ich das. Und wie ist es eigentlich eure Position von links jetzt, wenn es darum geht, den Lockdown zu bekämpfen? Wo seht ihr da eigentlich die Chance, da reinzustoßen in diese offene Flanke? Wo ist da bei euch die strategische Orientierung?
auf der einen Seite, das haben wir im Wahlkampf ja auch immer wieder gemacht, zu sagen, auf welcher chaotischen Art und Weise auch diese Regierungen handeln. Also wir hatten einen ganzen Sommer ohne einen Lockdown, ohne einen ganz großen Anstieg von den Zahlen. Es ist ja ganz ähnlich wie in Deutschland. Und jetzt gehen sie hoch. Alle haben gesagt, im Herbst, nach dem Urlaub, wenn die Schulen wieder öffnen, etc., wird das passieren. Und man merkt, okay, sie haben halt einfach überhaupt gar keinen Plan. Ja, also man merkt, als ob sie halt einfach 10 Minuten vor der Pressekonferenz sich überlegt hätten, was sie machen. Und heute hatte die Bundesregierung eine Pressekonferenz, die fast schon eine Parodie war, weil sie eine Sitzung hatten mit Medizinern, Medizinerinnen, aus der Sitzung rausgekommen sind und rausgegangen sind in die Pressekonferenz, um zu sagen, wir haben jetzt nicht weiter zu sagen, als die Lage dramatisch ist, wir werden am Samstag dann irgendwas verkünden. Und man denkt sich, okay, man hätte halt einfach unterschiedliche Projektionen auf die Situation in den letzten Monaten erarbeiten können. Offenbar wurde das nicht getan. Also das ist die eine Ebene, diese wirklich tatsächliche komplette politische Unfähigkeit bei allem Respekt vor der Schwierigkeit der Situation. Auf der anderen Seite, Anna hat es schon angekündigt oder schon gesagt auch, diese soziale Ebene, wer zahlt denn drauf? Also wie bei einer Finanzkrise ist auch ganz klar, dass hier die es sich richten können, natürlich weniger drauf zahlen als diejenigen, die lohnabhängig sind, diejenigen, die arbeitslos geworden sind, ihre Jobs verloren haben, diejenigen, die Mehrfachbelastungen ausgesetzt sind, vor allem natürlich Frauen sind das. Genau in der Zeit auch. Also was passiert, wenn Schulen zumachen? Wer betreut denn die Kinder? Was passiert, wenn Menschen ihren Job verlieren? Auf welche Weise wird sozusagen Familienarbeit auch oder Sorgearbeit tatsächlich und Pflegearbeit reorganisiert innerhalb von sozialen Verbänden? Ja, egal, ob es halt einfach eine Kleinfamilie ist oder halt auch nur für sich, wie geht man mit der psychischen Gesundheit der Bevölkerung um, wie geht man halt einfach mit sozialen Sorgen und ökonomischen Sorgen um. Dazu gibt es halt einfach, denke ich, sehr, sehr viele unterschiedliche Bereiche, in denen halt einfach linke Politik wirklich darauf hinweisen muss und gleichzeitig nicht natürlich in die Falle tappen muss, tatsächlich Corona zu relativieren oder an sich nur über die Maßnahmen zu sprechen, sondern zu sagen, was hier jetzt passiert, was hier in dieser Krise tatsächlich passiert, ist ein Zeichen dafür, tatsächlich, wie Krisen tatsächlich sich immer auswirken. Und dass diese Krise auch nicht von ungefähr jetzt daherkommt, die ökonomische Seite der Krise und auch der Arbeitsteilung nicht ungefähr daherkommt, sondern wirklich eine Folge des kapitalistischen Systems ist, der neoliberalen Politik ist, des Abbaus im sozialen Bereich ist. Und das aufzuzeigen, ist quasi unsere politische Arbeit im Kleinen wie im Großen. Und vielleicht noch, also quasi auch ein bisschen quasi den Moment schon zu nutzen, um zu sagen, okay, so radikal ist die Wirklichkeit, also so radikal ist dieses System irgendwie. Und sozusagen zu sehen, ich finde tatsächlich, ist wirklich ein Moment, um zu sagen, wenn in jeder Krise wir alle gemeinsam und wir alle allermeisten, also die vielen von uns, die Kosten zahlen und gleichzeitig weiter Gewinne gemacht werden. Ich finde, dann ist der Moment gekommen, um zu sagen, es Unternehmen, also die großen Unternehmen müssen vergesellschaftet werden. Dann ist der Moment gekommen, um zu sagen, sozusagen der Wohnraum, der irgendwo leer steht, während andere Leute sozusagen straucheln, ihre Miete zu zahlen, muss tatsächlich enteignet und verteilt werden. Man muss jetzt sozusagen sagen, die super, super Reichen müssen enteignet werden. Also das ist ja schon trotzdem auch ein Momentum, das halt die Wirklichkeit so zuspitzt, dass radikale Forderungen wichtig sind und sozusagen genauso kommuniziert werden müssen. Und ich glaube, es ist auch ein Momentum, wo sehr viel klar wird und sichtbarer wird. Und wenn man das nutzt, dann ist das, glaube ich, auch eine Chance für die Linke, wenn man es gut macht. Du hast schon den Punkt angesprochen, und zwar die Frage der Programmatik, also das, was links eigentlich ausmacht, wer zahlt die Kosten der Krise und was ist eigentlich der Plan der Linken, wenn es darum geht, die Corona-Krise zu bekämpfen, und zwar nicht, indem man sie verleugnet, so wie die Rechten, oder sagt, es sei sozusagen Survival of the Fittest, sondern zu sagen, wenn wir diese Herausforderung schaffen wollen, dann schaffen wir das nur wie? Was ist euer Plan dafür? Also ich denke, auf der einen Seite müssen wir sagen, okay, was ist die eine konkrete Politik, die wir bekommen und was wäre notwendig?
Auf der einen Seite sehen wir eben, also ganz konkret in den Corona-Hilfen, in der Verteilung auch der Corona-Hilfen, ein Großteil der Corona-Hilfen, der angekündigten Corona-Hilfen, die an unterschiedliche Menschen, die Kleinunternehmen haben oder die in irgendeiner Weise irgendein Geschäft haben, wo sie halt einfach tatsächlich die Miete nicht mehr zahlen können oder die selbstständig sind, sind ja noch überhaupt gar nicht rausgegangen. Ein großer Teil von dem, was an große Unternehmen geht, ist sehr wohl rausgegangen, auch in Form der Kurzarbeit, die ja gefördert worden ist vom Staat. Nun kann man sagen, die Kurzarbeit war eine sinnvolle Maßnahme, um Arbeitsplätze zu behalten, also darüber kann man, glaube ich, lang diskutieren, aber auf der anderen Seite reden wir zum Beispiel überhaupt gar nicht darüber, dass man Mieten zumindest jetzt mal stoppen müsste für Kleinunternehmen, keine Ahnung, für das Lokal unten, das einfach durch einen Lockdown die Miete tatsächlich nicht mehr zahlen konnte, kaum Hilfen bekommen hat bis jetzt und jetzt kommt noch ein Lockdown und die müssen schließen. Also das, was in Deutschland jetzt gerade gekommen ist seit heute, wird hier genauso passieren. Und da ist auf jeden Fall mal eine Frage. Dann geht es natürlich um den Arbeitsmarkt auch. Ja? Es haben hunderttausende Menschen ihre Jobs verloren. Und gleichzeitig sprechen wir, dass in Österreich schon seit Wochen nämlich, also nicht seitdem die Fälle so explodiert sind, Contact Tracing nicht mehr möglich ist, weil nicht genug Personal da ist. Es ist fast schon zynisch, ne? Es sind halt hunderttausende Menschen arbeitslos und gleichzeitig für eine Aufgabe, in der man Daten aufnimmt, kann man nicht sofort Leute einstellen. Und diese Unfähigkeit halt einfach eines Apparats, das gar nicht drauf schaut, wie halt einfach Lösungen auch im Kleinen sofort einzuführen wären, sondern tatsächlich sogar an dem scheitert, ist natürlich schon so ein Bereich, in den man hineingehen muss. Aber das, was die Anna gesagt hat, und das ist, glaube ich, tatsächlich das größere Bild, das wir unbedingt und notwendigerweise zeichnen müssen als Linke, wir müssen halt einfach über Verteilung sprechen. Wir müssen darüber sprechen, wie es möglich ist, dass einige in einem unglaublichen Ausmaß Vermögen haben und andere tatsächlich halt einfach um ihr Überleben kämpfen müssen. Global, aber auch national, auch lokal, auch in Wien. Und ich glaube, diese Erzählung, die man sehr, sehr schwer natürlich in Mainstream-Medien hineinbringt, aber tatsächlich im Kleinen sehr gut, auch durch Aktionen, durch Anwesenheit vor Ort halt einfach auch Menschen auch näher bringen kann, das ist, glaube ich, die Aufgabe. Ist ja zum Teil frappierend, finde ich, wie sich die Forderungen, wie sich die Programmatik der deutschen wie auch der österreichischen Linken in Wien jetzt hier ähneln. Die Punkte, auch das, was als Problemlage angesprochen worden ist, also Mieterinnen und Mieter, die ihre Miete nicht mehr zahlen können, Leute, die in Existenznot fallen, weil sie ihren Arbeitsplatz gerade verlieren oder weil sie als kleine Selbstständige jetzt in der zweiten Lockdown-Runde das, was sie aufgebraucht haben, nicht mehr zusetzen können. Das sind ganz ähnliche Punkte wie in Deutschland. Mal noch eine Frage, wie ist denn bei euch im Wahlkampf das Feedback gewesen? Klar, die Wahlergebnisse sagen, ihr seid in verschiedene Bezirksvertretungen eingezogen. Was ist das, was ihr jetzt sozusagen in der Rückschau sagt? Wie hat die Bevölkerung reagiert? Auf welche Positionen hat sie gut reagiert oder wo sagt sie, dort sind Punkte richtig gut angekommen, andere vielleicht auch nicht? Was ist aus eurer Sicht die Lehre aus dem Wahlkampf? Wie geht man mit so einem Wahlkampf im Nachhinein um? Was sagt ihr, was war gut, was war nicht so gut? Das ist eine große Frage. Ja, also sozusagen, ich glaube, da hängt jetzt auch noch ein, oder steht uns jetzt auch noch ein Reflexionsprozess bevor. Deswegen können wir jetzt wahrscheinlich einfach nur, also mal den Status quo sagen und es ist vielleicht noch gar nicht so perfekt sortiert, wie wir es gern hätten. Aber einige Sachen kann man wahrscheinlich schon sagen. Also was ich sehr spannend fand, habe es vorher eh auch schon kurz angesprochen, ist sozusagen, dass bestimmte eben sehr radikale Forderungen, die auch sozusagen sehr aktionistisch geäußert worden sind, also zum Beispiel, dass wir zusammengebracht haben, die Forderung nach Enteignung von leerstehendem Wohnraum mit Moria, also sozusagen mit der Öffnung der Grenzen, ist sehr, sehr gut angenommen worden. Das war eine aktionistische Straßenaktion. Das hat tatsächlich fast am meisten Aufsehen erregt oder sehr, sehr viel Aufsehen erregt. Also was schon mal klar war, war, dass man sozusagen bei Forderungen jetzt nicht sozusagen auf klein-klein gehen muss und denen keinen inhaltlichen Abbruch tun muss und sozusagen so, wie sie schauen, dass man das streichelweich formuliert, sondern dass sozusagen deutliche Forderungen stellen,
funktioniert und eigentlich von Vorteil ist. Ich finde auch die Kombination aus quasi Aktionismus und Partei und Wahlantritt und dass das nicht im Widerspruch zueinander steht, sondern eigentlich zusammengehört als linke Partei, fand ich quasi auch eine wichtige Lehre irgendwie. Vielleicht ist zu ergänzen, was Sie am Anfang gesagt haben, wir haben links Jänner, Anfang Jänner 2020 gegründet. Das ist 9 Monate jetzt, ein bisschen länger als 9 Monate jetzt, und sind im Grunde mit der Sammlung der Unterstützungserklärungen ein halbes Jahr danach quasi schon in den Wahlkampf gestartet. Die Hälfte von dieser Zeit war Lockdown. Was uns tatsächlich, also auch wenn Vorarbeit natürlich von unterschiedlichen linken Gruppen und auch der KPÖ Wien, mit der wir ja gemeinsam auch angetreten sind, da war, Menschen vor Ort zu erreichen, Menschen in den Vierteln und auch in Initiativen, organisierten, selbstorganisierten Zusammenhängen zu erreichen, das war dann nicht so möglich zum Beispiel. Also man hat halt einfach in manchen Orten ganz gut mit den Ressourcen, die vorhanden waren, auch wirklich Straßenwahlkampf machen können, Leute auf der Straße ansprechen können. Man hat mit den Mitteln, die wir hatten, ganz okay Sichtbarkeit mit unterschiedlichen Formen von Plakaten schaffen können und tatsächlich relativ große Reichweite auch im Verhältnis gesetzt mit den Mitteln, die uns zur Verfügung standen, erreichen können, nämlich dadurch, dass wir diese Aktionen gemacht haben. Aber was natürlich sehr, sehr wichtig wäre ab jetzt, und das jetzt kommt uns natürlich der zweite Lockdown wieder mal so ein bisschen in die Quere, aber wird ja nicht ewig dauern, ist tatsächlich rauszugehen. Rauszugehen, auch Organisierungen, Selbstorganisierungen, Initiativen, aber auch Menschen, die irgendwo leben in dieser Stadt, in unterschiedlichen Vierteln leben, die auch spezifische Probleme haben, zu sagen, dass wir da sind, ohne tatsächlich etwas zu wollen, nämlich eine Stimme zu wollen zum Beispiel oder irgendeine Form von Sichtbarkeit, sondern tatsächlich auch ein Angebot machen. Und das konnten wir bis jetzt nicht machen. Aber das versuchen wir ab jetzt auch, glaube ich, mit Mitteln, die wir jetzt nicht irgendwie ganz neu erfinden müssen. Wir wollen in Vierteln kleine Community Centers machen, in denen wir arbeiten, in denen wir Menschen tatsächlich Angebote machen, von Nachhilfe bis zur Rechtshilfe. Wir wollen tatsächlich sehr stark, könnte ich jetzt schon sagen, denke ich, ganz stark mal anschauen, wie in Wien gebaut wird, wie in Wien gewohnt wird und wie in Wien tatsächlich Miete einkassiert wird über die nächsten Jahre und wie das sich halt tatsächlich auch unterscheidet. So ein Side-Note, ich rede schon lang, aber ein Side-Note, unsere Wahlergebnisse waren dort, wo der größere Teil der Mietverhältnisse Privatmieten waren, weitaus höher. Also dort, wo die Leute, also in Wien haben wir natürlich die spezifische Situation mit den Gemeindebauten, dort, wo die Privatmieten sind, merken die Leute diesen enormen Anstieg, auch für Wien enormen Anstieg an Mieten in den letzten Jahren sehr wohl. Die Leute merken sehr wohl, dass halt einfach in ihrem Viertel mehr private Ärztinnen gibt und viel weniger Kassenärztinnen. Die Leute merken wohl, wie es schwierig wird, neue Arbeitsplätze zu finden, wenn sie mal einen verlieren oder auch nur wechseln wollen. Ja? Also man kann ja auch die Autonomie beachten und nicht nur halt einfach die ökonomische Lage. Und ich denke halt einfach, diese Gespräche auch tatsächlich auch persönlich zu führen, das ist etwas, was jetzt tatsächlich auch passieren muss. Sieht man übrigens auch daran, dass überall dort, wo wir stark im Straßenwahlkampf waren, hat sich das auch sozusagen niedergeschlagen. Also wir haben generell irrsinnig viel, sozusagen, also einen irrsinnigen Vorteil gehabt durch halt die reale Organisierung, die es gab und die Kraft der Aktivisten und Aktivistinnen. Also ich glaube, das hat einfach wirklich einen totalen Unterschied gemacht. Und dort, wo quasi ganz viel auf der Straße gemacht wurde, wo es viel Präsenz gab, hat sich das auch niedergeschlagen. Also ich glaube, das beizubehalten, klar, ja, aber sich das sozusagen immer wieder herzuholen, dass es eben reale Organisierung sein muss, dass die Leute in diesen Strukturen konkret arbeiten müssen, das macht sozusagen eine Linke aus, oder? Also es ist viel auch anderes, aber das ist sozusagen schon irgendwie der Kernaspekt und da müssen wir auch nochmal andere Gruppen erreichen, das ist klar. Ich glaube aber, dass die Stoßrichtung prinzipiell stimmt und dass man halt einfach auch nochmal Zeit brauchen, um sehr viel mehr da zu sein, hat man ein bisschen in den Flächenbezirken gesehen oder so. Da haben die Leute sich total ins Zeug gelegt, aber es sind halt riesige Bezirke irgendwie und du kannst sehr, sehr viel weniger
tatsächlich mit Leuten sprechen, kannst sehr viel weniger sozusagen Organisierungs- oder Mobilisierungsarbeit machen. Und ich glaube, in die Richtung wirklich dran zu bleiben, ist wichtig und wäre auch so das Ziel. Finde ich ja auch wieder frappierend, dass das sozusagen ein bisschen ähnlich ist zur Linken in Deutschland. Also auch da, was wenn ihr jetzt von den Community Centers spricht, also Jan hatte, glaube ich, davon gesprochen, dann ist es natürlich auch so ein ähnliches Teil, wie es bei uns in Deutschland die Linke versucht mit dem Projekt Die Linke hilft, wo wir im Prinzip versuchen, dort auch Sozialberatung, Rechtsberatung, politisierte Alltagshilfe auch anzubieten. Und darüber auch sogenannte Kommstrukturen zu überwinden, wo also sozusagen Leute auch zu uns kommen müssen, eben nicht, sondern stattdessen auch zu ihnen zu gehen. Das zweite Punkt ist aber, den habt ihr jetzt ja angesprochen, die Frage der Mieten. Nun kennen wir als Deutsche häufig Wien als Stadt, in der die Mieten noch verhältnismäßig günstig sind, alles im grünen Bereich oder so ähnlich oder doch nicht. Wie ist das bei euch? Was schlagt ihr vor für solche Mietsteigerungen für unsoziale Wohnungsbausituationen? Was wollt ihr da tun? Was sind eure Forderungen? In Deutschland ist es so, die Berliner Linke hat den Mietendeckel jetzt als Projekt. Da kämpfen wir darum. Da hat sich auch die Linke drum gesammelt. Was schlägt die Links in Wien vor dazu? Genau, also das ist im Wahlkampf eh auch schon aufgefallen. Ich weiß, Wien ist oft ein Positivbeispiel und es sind ja auch die Gemeindebauten ein ungewöhnliches und quasi historisch recht eindrucksvolles Projekt. Also auch die Idee, dass das quasi mitten in den Bezirken ist und nicht irgendwo am Stadtrand so. Man muss halt sagen, sozusagen, das ist, liegt historisch wirklich schon weit zurück, dass die im großen Stil gebaut worden sind. Und in Wien hat einfach auch eine totale Wohnungsmarktliberalisierung Einzug gehalten, wo die SPÖ gar nicht unbeteiligt dran war. Und wir stehen jetzt vor einer Situation, wo das einfach zunehmend echt ein massives Problem für Leute wird, wie fast überall. Wir haben sozusagen eine ganz hohe Dichte an befristeten Mietverhältnissen. Wir haben sozusagen steigende Wohnkosten, also gibt es sozusagen die Zahl dazu ist tatsächlich, dass in 10 Jahren die Mieten um 50% ansteigen, was ja auch gar nicht anders sein kann, wenn es so viele befristete Verhältnisse gibt irgendwie. Und wir haben eine Situation, wo quasi Mietobergrenzen auch nicht eingehalten werden, weil es einfach kein System der Verfolgung gibt, sondern halt so auf Kavaliersdelikt ist und man versucht halt so lange, bis es irgendwer individuell für sich einfordert und dann gilt es auch für niemand anderen. Also das heißt, die Situation ist bitter. Und genau, ich glaube, Wohnen ist halt deshalb ein wirklich auch irgendwie ein gutes Thema, weil sich da drin so viele Grundwidersprüche zeigen. Also allein sozusagen im leerstehenden Wohnraum, das finde ich, kann man super Sachen dran aufzeigen irgendwie. Ja. Also sozusagen, das ist auch, glaube ich, das für Leute greifbar zu machen, das ist für die einen ein Problem. Und mit Corona ist jetzt echt nochmal arg, weil sie haben, also was quasi zum Teil eingeführt worden ist, war eine Stundung, was natürlich bedeutet, dass Leute sozusagen irgendwann auf einmal einen riesigen Mietbetrag zahlen müssen, ja, und keine Mietbremse. Und also quasi am Thema Wohnen zu zeigen, die einen Wohnungen stehen leer und die anderen müssen alle drei Jahre umziehen und haben massive Probleme, das zu bezahlen, ist total wichtig. Und ich glaube, man kann da einfach auch starke Forderungen stellen. Also auch wirklich sozusagen sagen, und das passiert ja einfach in manchen Städten auch schon, zu sagen, es muss einfach sozusagen verteilt werden, dieser Wohnraum. Und das bedeutet de facto, das muss an die Gesellschaft zurück. So. Und dann auch Demokratisierungsfragen. Also was bedeutet sozusagen über Widmungen mitzusprechen zum Beispiel. Also wie kann sich eine Stadt gemeinsam überlegen, was brauchen wir zum Beispiel an Widmungen, an Bauten, wie kann der bestehende Wohnraum verteilt werden? Ich glaube, da kann man einfach total viele Sachen dran aufhängen. Ich glaube, es wäre total wichtig, dass man genau das schafft. So eine Assoziation quasi links oder die Linken sozusagen haben da eine ganz starke Position dazu. So, das ist ein super Einstieg. Es ist auch so, es gibt schon im Facebook ziemlich viele Rückmeldungen. Es gibt gute Wünsche an die Linke in Wien. Aus verschiedenen deutschen Städten habe ich hier gerade im Chat gelesen. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von Fragen über das, was die Linke in Deutschland und die Linke in Österreich so macht. Ich würde jetzt Thomas mal das Wort geben, um bei bestimmten Fragen mal hier bestimmte Fragen in den Raum zu stellen.
Thomas, was sagen die Leute auf Facebook? Ja, hallo Jörg, vieles hast du ja schon gesagt. Also es gibt Grüße von Gökay Akgubulut aus dem Bundestag, die sagt, liebe Grüße aus dem Bundestag und viel Erfolg euch. Grüße aus der Türkei auch und von Bremen. Meine Mama, glaube ich. Ja? Meine Mama, glaube ich. Ach so, okay. Dann grüßen wir Sie auch jetzt hier sehr herzlich zurück. Genau, aber es gibt auch sehr konkrete Fragen. Thomas Kluge beispielsweise auf Facebook fragt, wie möchte man sich, also ihr euch in den Bezirken, also wahrscheinlich wohl in den Wiener Bezirken verankern? Das ist eine Frage. Und Martin Halder fragt, wo seht ihr inhaltliche Unterschiede zwischen links und die Linke in Deutschland? Und dann, das, diese Frage ist sowohl hier bei Zoom als auch über von Ronja Walle als auch über Facebook gestellt worden. Und zwar ist, bekommt ihr das mit, die Auseinandersetzung um den Dannenröder Wald hier in Deutschland, in Hessen, um den Bau einer Autobahn der A49 und habt ihr dazu irgendeine Position zu? Also diese drei Fragen, also wie verankert ihr euch in den Bezirken? Die Unterschiede zwischen links, also euch und der Partei Die Linke in Deutschland und drittens Dannenröder Wald und Autobahnbau, wie sind da eure Positionen? Diese drei Fragen gebe ich euch jetzt einfach mal mit. Ich fange an ganz kurz. Also Dannenröder Forst oder Wald. Ich würde mal sagen, wir haben ein relativ ähnliches Problem in Wien mit dem Lobautunnel, ein Autobahntunnel durch ein Naturschutzgebiet, in dem halt einfach die Grünen zwar dagegen sind, aber auch so nicht so ganz, weil halt einfach sie in der Bundesregierung in der Koalition mit der ÖVP sitzen, die wiederum dafür ist, und in Wien mit der SPÖ in einer Koalition saßen, die ja auch eher dafür sind und da halt einfach auch sich ein bisschen so durchwurschteln, wie man das so in Wien sagt. Ronja hat die Frage so gestellt, ob wir die Solidarität teilen. Teilen wir. Wir sind auch gegen den Lobautunnel und wir sind tatsächlich auch, also man sieht ein bisschen, finde ich, halt einfach daran, wie diese liberalen Parteien der Mitte, egal ob das jetzt ein bisschen so die Neos auf der rechten Seite oder die Grünen auf der linken Seite sind, auch wenn sie, sobald sie in der Regierung sind, aber auch in ihrer Oppositionsarbeit oft eher dazu dienen, also quasi die rechte Hegemonie zu konsolidieren und da ein Zugeständnis zu machen und dort halt einfach quasi mit einem guten Geschäft, aber in einem anderen Bereich argumentieren. Aber im Endeffekt enden die Dinge dort, wo halt einfach wie die Rechten und wie der Neoliberalismus tatsächlich auch die Sachen richtig hält. Da würden wir halt einfach, und da tue ich ein bisschen vielleicht auch gleich die Brücke schlagen zu inhaltlichen Unterschieden. Inhaltliche Unterschiede, also man müsste wahrscheinlich die Programme so einzeln vergleichen. In sehr, sehr vielen Dingen gibt es bestimmt auch Unterschiede. Was aber natürlich jetzt für links noch nicht gilt, ist tatsächlich, dass wir in irgendeiner Weise erstens eine jetzt schon längere Verankerung in mehreren Städten, aber auch in Bezirken oder in Wien von mir aus haben und zweitens noch nicht in einer Regierung sitzen. Also wir kennen und teilen teilweise auch natürlich die Kritik an der Politik der Linken in Berlin, manchmal in manchen Bereichen, wo dann halt einfach besetzte Häuser geräumt werden, denkt sich halt einfach natürlich auch jeder, wie kann man in einer Regierung sitzen, die sowas macht. Ne? Und da würden halt einfach natürlich viele Linke, die tatsächlich diese Arbeit machen müssen, auch viele Argumente dagegen haben. Und gleichzeitig ist diese Frage, wie kann man innerhalb einer kapitalistischen, bürgerlichen Gesellschaft wirkliche linke Politik, die die Veränderung ja nicht nur im Kleinen mit einem kleinen roten Anstrich haben will, sondern tatsächlich über das hinaus fundamental haben will. Wie kann man das vorantreiben? Das ist, glaube ich, eine Frage, die uns auch bevorsteht, nämlich tatsächlich auch in der Bezirksarbeit bevorsteht. Ich hoffe, dass wir halt einfach eine bessere Antwort geben können oder zumindest auch eine Antwort geben können, die dann im Wechsel dann auch die Linke ein bisschen stärkt in Deutschland, in manchen Bereichen zumindest. Cool. Ja, genau. Ich wollte was Ähnliches dazu sagen, sozusagen. Ich glaube auch, den Unterschied, den ich sehe, sind natürlich auch unterschiedliche Ausgangsbedingungen, aber der größte Unterschied, der mir jetzt eingefallen wäre unsere
sehr klar, unser sehr klares Verständnis als Oppositionspartei. Einfach, also sozusagen einfach auf den Punkt zu sein, diese Oppositionsarbeit ist wichtig. Und sozusagen dort sehen wir uns und dort soll es aus jetziger Sicht auch bleiben. Und das ist dann trotzdem sinnvoll als Partei aus unserer Sicht. Aber grundsätzlich geht es nicht darum, in irgendeiner Form sozusagen in regierende Bündnisse einzutreten. Das wäre mal so der stärkste Unterschied, der mir eingefallen wäre, bei sicher vielen Gemeinsamkeiten auch. Und zur Verankerung in den Bezirken vielleicht noch. Also was so die Grundidee ist, die jetzt auch beibehalten werden soll, ist das Große mit dem Kleinen zu verbinden. Das war uns immer wichtig. Das heißt, so die konkrete Nützlichkeit und sozusagen die konkreten Alltagserscheinungen von grundsätzlichen systematischen Ungerechtigkeiten nicht wurscht finden, nicht egal finden, sondern wichtig finden, die aufgreifen und aber sozusagen mit dem Großen und mit den großen Positionen zu verbinden. Und ich glaube, das wäre für uns jetzt auch nochmal mit dem Fuß in der Tür, mit den 23 Bezirksratsmandaten, die schon wirklich cool sind, sozusagen eine Aufgabe zu sagen, eine gemeinsame Linkslinie zu haben, die große politische Positionen hat, die gemeinsam sehr, sehr deutlich einfach eine politische Linie fährt und das aber sozusagen mit einer total konkreten Achtsamkeit in den Bezirken, einem Wissen, einem sehr am Punkt sein, viel Wissen über die Bezirke zusammentragen, zu verbinden und sozusagen auch über diese konkreten Beispiele dann zu vermitteln. Das wäre so unser Wunsch. Deswegen auch vielleicht noch ganz kurz zu den Community Centern. Das ist eben ein Beispiel dafür zu sagen, das soll ja dann nicht karitative Rechtsberatung sein, sondern sozusagen auch ein Punkt, wo Leute zusammenkommen, weil Mieterinnen zusammenkommen, wo sich sozusagen Kämpfe ergeben können auch, wo man aber auch konkret total nützlich ist und aufgreift, was gibt es in einem Bezirk für Problemstellungen, aber auch eben einen Anhaltspunkt schaffend, wo Leute dann sich organisieren und sich quasi nicht nur Dienstleistungen abholen. Also ich glaube, das ist sozusagen so der Gedanke, den wir auch versuchen werden, in den Bezirken so zu verankern. Ja, das es sind Punkte, die auch in der bundesdeutschen Linken immer wieder diskutiert werden. Die Frage der offenen Büros, so heißt das bei uns auch, oder bestimmter sozusagen Anlaufstellen, die zu schaffen. Ich will aber vielleicht nochmal auf einen anderen Punkt hinaus, und zwar die Frage des Wahlverhaltens verschiedener Gruppen in Wien. Also das, was ich gesehen habe, ist es so, dass am auffälligsten war, dass trotz der erdrutschartigen Verluste, die die FPÖ ja erlitten hat, zum Glück, finde ich gut, aber bei den Arbeitern immer noch die stärkste Gruppe ist und es da sozusagen ein enormes politisches, soziales Gefälle zwischen den Parteien gibt. Wie ist bei euch die Einschätzung dieses Phänomens? Ich war ehrlich gesagt zwar sehr, sehr erfreut, was das Wahlergebnis betraf, andererseits, als ich mir die sozialen Gruppenwahlverhaltensstatistiken angeschaut habe, dachte ich mir, naja, da brodelt es trotzdem ein bisschen unter der Decke. Und wie seht ihr das? Was ist aus eurer Sicht da jetzt zu tun, auch als Links in Wien? Ich meine, erstens würde ich halt, also eine Sache, und das ist ja auch verbunden, in Wien waren bei dieser Wahl 30% der Menschen, der Bevölkerung, der Stadtbevölkerung, das sind halt einfach um die, also im wahlberechtigten Alter, das sind um die 480.000 Menschen nicht wahlberechtigt. Bei dieser Wahl sind ca. 25% der Menschen, das sind fast 400.000 Menschen, sind nicht zur Wahl gegangen. Also das heißt halt einfach, diese Gruppen und das soziale Status, Milieus Zugang zur Demokratie auch korrelieren, gerade über Staatsbürgerinnenschaft, oft wissen wir auch. Also es ist halt einfach, welche Arbeiterinnen konnten links nicht wählen und welche Arbeiter und Arbeiterinnen haben links nicht gewählt oder von mir aus auch SPÖ nicht gewählt, sondern FPÖ gewählt. Darüber müssen wir halt einfach wirklich tatsächlich nochmal differenzierter reden. Was natürlich stimmt, ist, dass links in Teilen, also nicht nur, aber in Teilen, weil wir haben uns auch Gemeindebauergebnisse angeschaut zum Beispiel, wir haben halt Kretzelergebnisse angeschaut, natürlich eher schon eine politisierte jüngere Gruppe auch erreicht hat, in Bezirken im Speziellen auch tatsächlich viele EU-Bürgerinnen erreicht hat.
also überproportional tatsächlich. Also wir haben halt 2%, 2,06% gemacht und 7% bei EU-Bürgerinnen, 2,5% gemacht bei den Bezirkswahlen, 7% bei den EU-Bürgerinnen. Da sind wir über viele größere Parteien drüber gewesen. Und ich würde das halt einfach auf der einen Seite als, also in seiner Kosten-Nutzen-Plan würde ich sagen, das, was wir erreichen konnten mit den Mitteln, tatsächlich zu analysieren und zu schauen, wer wählt uns denn, wer könnte uns denn jetzt wählen und wen könnten wir jetzt erreichen, auch in dieser kurzen Zeit, während wir halt einfach alle vor dem Zoom im Zuhause hocken und halt tatsächlich nicht auch organisieren können und auch tatsächlich nützlich sein können. Da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Schritt gemacht. Auf der anderen Seite ist aber genau das, was du sagst, andere Milieus, andere Menschen, andere Gruppen der Stadtbevölkerung konnten wir noch nicht erreichen, auch ganz spezifisch in manchen Bezirken, muss man auch sagen, also in den größeren Bezirken, wo sehr, sehr viele Menschen leben. Und das ist ein Auftrag. Es ist ein Auftrag, die Organisierung vor Ort zu stärken, Augenmerk darauf zu werfen, was kann man vor Ort tatsächlich auch erreichen. Also man hat ja in Floridsdorf wohnen teilweise in einem Sprengel mehr Menschen als im ganzen siebten Bezirk, wo wir zwei Mandate gemacht haben. Das heißt, man braucht auch dementsprechend große Bezirksgruppen und Organisierung vor Ort, dass man die Menschen auch tatsächlich erreichen könnte. Also wie fokussiert man auch bestimmte Themen möglicherweise vor Ort? Also das sind die Fragen, die auf uns zukommen. Aber ich würde ein bisschen davon absehen, sie sehr simpel über diese Bezeichnung Arbeiter, Nichtarbeiter zu, also das ist halt sowieso eine vertragliche Bezeichnung in dem Fall, in diesen Statistiken, wie sie auftaucht, aber ich würde sie tatsächlich so beantworten versuchen, dass wir halt einfach bei Menschen, die sozial schwächer sind, natürlich mehr leisten müssen, damit wir halt einfach auch durchkommen. Weil in den Medien sind wir halt sehr, sehr wenig gewesen jetzt bei diesem Wahlkampf. Schauen wir mal, wie sich das auch, ob sich das ändert. Aber wir konnten halt einfach vor Ort auch wenig sein. Wir konnten zum Beispiel gewerkschaftliche Selbstorganisierung von unterschiedlichen Gruppen, die es ja auch gibt in Wien, wenig unterstützen. Wir haben es versucht, natürlich mit Aktionen, aber das braucht halt einfach Verbindlichkeit, das braucht halt einfach vor Ort sein, das braucht halt einfach Beziehungen, die man aufbaut und tatsächlich auch Angebote, die man macht. Ja? Also alle 5 Jahre kommen und halt einfach von irgendjemandem eine Stimme wollen, die Art von Politik wollen wir nicht machen, weil das passt unserem eigenen aktivistischen Verständnis auch gar nicht. Wir wollen gemeinsam Politik machen mit Menschen. Gibt es da noch eine Frage, die auch sich ein bisschen direkt daran anschließt? Nämlich Mathilda fragt, wie würdet ihr das Verhältnis von Partei und Bewegung beschreiben? Orientiert ihr euch als Partei eher an Themen der Bewegung oder versucht ihr eher Bewegung im Sinne der Partei zu beeinflussen? Also wie ist das eigentlich bei euch so? Na, wie wollt ihr es? Also es ist natürlich voll die spannende und nicht so leicht zu beantwortende Frage. Also ich kann es mal versuchen, sozusagen in der Verneinung, also ich glaube, wir nicht zu sehen, wäre quasi ein reines Sprachrohr zu sein, also sozusagen ein reiner Lautsprecher oder so, ja? Sondern es ist schon sozusagen das Ziel auch, eigene Positionen als Links sozusagen zu entwickeln und das aber sozusagen nochmal viel stärker, als das bisher auch gelungen ist. Es war sehr wenig Zeit irgendwie und es war sehr, sehr dicht und es war eine sehr spezifische Situation mit Corona. Aber was uns schon klar ist, ist, dass uns das nochmal viel besser gelingen muss, auch in Bewegungen verankert zu sein, da dabei zu sein, mit Leuten in Kontakt zu kommen und denen sozusagen ein Angebot machen, ein attraktives politisches Angebot machen, ihre Positionen, die sie in diesen Bewegungen sozusagen erkämpfen oder haben, in Links einzubringen. Und dann würde ich sozusagen extrem gut finden, wenn Links ein Ort wäre, wo viele Menschen aus vielen Kämpfen und Bewegungen sozusagen ein bisschen einen politischen Raum finden oder Platz finden und sich daraus sozusagen
Linkspositionen entwickeln und ergeben. Und das steht, finde ich, so ein bisschen dazwischen, oder? Also es bedeutet eben nicht, reines Sprachrohr zu sein, es bedeutet aber auch nicht, unabhängig von Bewegungen zu agieren oder zu existieren, sondern ich finde, die Verankerung muss funktionieren und dann müssen diese Positionen dazu beitragen, was wir als Links vertreten, und dazwischen muss es einen Diskussions- und einen Austausch und einen Entwicklungsprozess geben. Und ich glaube, das sind wir so noch nicht. Wir haben zwar, also es ist nicht so, dass wir bisher völlig blind neben Bewegungen her agiert haben, aber wir hatten nicht die Zeit und wir hatten quasi jetzt auch in dieser Dichte des Wahlkampfs nicht die Kraft, uns da sozusagen kontinuierlich auch drin zu bewegen und kontinuierlichen Kontakt herzustellen. Und das ist so, wie der Can das gesagt hat, und das wollte ich mir auch nochmal anschließen. Also ich glaube, wir wissen das, wir haben sehr viele Gruppen auch noch nicht erreicht. Ich würde auch nicht von einem einzelnen sehr homogenen Arbeiterinnenbegriff ausgehen, aber dass man sozusagen sehr viele Arbeiter und Arbeiterinnen noch nicht erreicht haben, das ist uns sehr klar. Und das ist genauso ein Auftrag wie die Kontinuität in Bewegungen. Und ich glaube, was, wo man jetzt halt einfach auch beweisen muss, eben, dass man da bleibt und dass man diese Arbeit ernst nimmt. Sagt Anna Swetsch, und ich hatte sie hier zusammen mit Can Göçü. Can Göçü und Anna Swetsch sind die beiden Spitzenkandidatinnen von Links in Wien, die in viele Bezirksvertretungen eingezogen sind bei den letzten Wahlen, jetzt im Oktober. Es war schön, mit euch zu sprechen. Es war gut, dass sich im Nachbarland was bewegt. Ich den Eindruck habe, da sind viele Punkte, die auch für uns als Deutsche Linke interessant sind. Wir beobachten das in der Tat sehr, sehr genau. Es ging um linken Kommunitarismus. Wie kann man in einer Stadt wie Wien die sozialen Interessen der Leute jetzt auch gerade in Corona vertreten? Im Großen wie im Kleinen. Es ging um den Auftrag, so sagt Anna und Can, den Auftrag, den sie jetzt erhalten haben, sich zu verankern, die verschiedenen Kämpfe zusammenzubringen. Das sind Punkte, die auch für die Deutsche Linke, auch für die Linke in Deutschland immer wieder Thema sind. Es ging auch um Opposition. Da gibt es den ein oder anderen Unterschied. Wer weiß, wie sich das alles entwickelt. Ich freue mich darauf, dass wir uns demnächst, denke ich mal, wieder sehen, hören und genau über diese Fragen erneut sprechen. Vielen Dank an Anna, vielen Dank an Can. Danke euch. Vielen Dank auch für die Einladung und für die Fragen. Vielen Dank. Für die nächste Woche habe ich wieder jemanden eingeladen, am 5.11. 18 Uhr. Und zwar werden wir dann leider eine Wahl in den USA gehabt haben, die wird, wie auch immer sie ausgeht, mittelgut oder nicht so ganz gar nicht gut ausgehen. Ich will jedenfalls mit einem Aktiven von Democrat Approach reden in Deutschland, der das Wahlergebnis, wie auch immer es sein wird, ich hoffe, es wird nicht ganz so schlimm, sprechen wird. Und wir werden sehen, was wir bis dahin haben. Und der Kollege, Genosse, ein Unterstützer, der wird dann auch uns aus erster Hand berichten können. Ich hoffe, wir sehen uns bis dahin. Tschüss. Ja.